Das Dorf brennt. Das ist ohne Zweifel das Werk des Erz-Illagers und seiner Schergen gewesen. Sie überziehen das Land wie ein alles verschlingender Flächenbrand und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Die Zeit für Helden wie dich ist gekommen. Beeil dich. Die Dorfbewohner brauchen dich. Hallo, ich bin Xami und heute habe ich mir Minecraft Dungeons installiert. Das Spiel ist jetzt auch auf Steam. Eine gute Gelegenheit, mal reinzuschauen. So, das bin ich. Ich habe mir ein Steve-Skin ausgewählt. Und wie man schon sieht, ist das nicht klassisch Minecraft, First Person, sondern ein Top-Down Dungeon Crawler. Ich habe ein Schwert, habe schon meinen ersten Zombie erledigt. Und dieser gelbe Punkt zeigt mir an, wo ich hingehen muss. So, ich versuche mal, was man hier alles kaputt schlagen kann. Also mit A bewege ich das Schwert. Und die Zombies, die droppen ein paar Münzen oder Edelsteine. Mit denen kann ich bestimmt was kaufen später. Das ist wirklich das erste Level hier. Also quasi die Einführung. So, ich muss jetzt über die Brücke. Ich sehe dort Pfeile. Und jetzt mal rechts schießen dort. Der schießt doch auf mich da oben, das Skelett. Jawohl, kaputt. So, der Weg ist freigemacht. So, kommt her, ihr Monster. Ich habe ein Schwert und einen Bogen. Jetzt brauche ich gar nicht mehr ran. Man kann einfach aus der Entfernung schießen. Das finde ich ja cool. Und man sieht eine rote Umrandung. Der Gegner, der umrandet ist, da zielt er hin und da trifft der Pfeil dann hin. Sehr gut gemacht, sehr gut gelöst. So, muss ich lang hier oben. Okay, oh, komm her, Tommy. Kaputt. So, gelingt mir schon sehr gut. Oh, die sind schnell und die halten auch mehr aus. Da muss ich ein bisschen aufpassen. So, ich schaue mal unten, was ich da alles habe. In der Mitte ist das Herzsymbol, das ist wohl meine Lebensenergie. So, mehr Pfeile und ein Brot. Aber ich hatte, glaube ich, noch volle Energie. Ach, Regeneration ist jetzt oben links, ist ein Statuseffekt. 24 Sekunden noch habe ich Regeneration. Jetzt kommt natürlich kein Gegner, der mich trifft. Aber was soll's, weiter geht's. Alles schön leer hier. Warum eigentlich? Keine Dorfbewohner da. Oh, jetzt werde ich eingesperrt. Eine Falle. Oh, jetzt spawnt er mir hier ein paar Gegner. Ich kann mich aber gut wehren. Oh, war's das schon? Nee, hier geht's weiter. Komm her. Ich mal. Pfeil ins Gesicht. Ach, die Kombination. Pfeil und dann Schwert. Oh, Levelaufstieg. Verzauberungspunkt. Was mache ich denn mit einem Verzauberungspunkt? Digitalpad nach oben. Das drücken wir mal. So. Okay, was suche ich mir jetzt aus hier? Was kann ich jetzt verzaubern? Mein Schwert, das soll stärker werden. Okay. Echo heißt diese Spezialattacke. Und jetzt kann mein Schwert gleich zweimal. Ah, Tatsache. Tütüt macht's dann. Und das braucht aber 5 Sekunden Regenerationszeit. Verstehe, verstehe. Jetzt habe ich ein Echo-Schwert. Sehr gut. So, niemand. Oh, was ist das? Eine Feuerwerksrakete. Die rüste ich mir natürlich gleich aus. Und das macht man unten auf den Slots. Jetzt muss ich nur schauen, welcher Knopf das ist. X steht unten in der Leiste. Okay. Das heißt, ich habe 3 Slots für Spezial-Equipment. So, Schalter drücken und weiter geht's. So, wollen wir das mal gleich ausprobieren. Gucken, wann sich die Gelegenheit ergibt. Gleich hier. Oh, Feuerwerk. Okay. Es hat einen großen Explosionsradius und ich glaube, dass das eher für Gegnergruppen geeignet ist. So, schauen wir mal. Ui, ein bisschen Höhenangst habe ich hier. Da muss ich. Oh, im rechten Stick kann ich ja ausweichen. Nur das sagt mir jetzt erst jemand. Sehr gut. Kann ich wegrollen, falls mir jemand zu nahe kommt. Ich weiß nicht, ob man Schaden nimmt, wenn man rollt. Das kann man ja mal ausprobieren. So, der gelbe Pfeil zeigt mir den Weg und ich folge brav. So, mal gucken hier. Noch nicht viel Gegenwehr im ersten Level. Finde ich gut. So, geschafft. So, jetzt muss ich hier mein Lager aufschlagen. Du könntest die Dorfbewohner nicht rechtzeitig Sieg. Retten, aber verzage nicht. Wie? Sie sind noch irgendwo da draußen und warten auf einen Dann Weg. Hätte ich gern noch einen Versuch. Okay. Ich habe ein Lootbox. Eine Lootbox. Cool, was kriege ich dann? Eine Angel. Ja, die werde ich mir doch mal gleich ausrüsten. Da geht der Steve. So, Missionsauswahl. Gehen wir gleich ins nächste Level.
Auf Geheiß des Erz-Illagers sind nun alle freien Bürger Feinde des Imperiums der Illager. Irgendwo in diesen Wäldern bringt eine Karawane gefangene Dorfbewohner in ein weit entferntes Gebiet. Finde die Karawane und stoppe die Illager. Oder den Dorfbewohnern droht ein unaussprechliches Schicksal. Also diese Einführung in die Level, die mag ich ja sehr gern. Ich soll eine Karawane finden. So, aber ich wollte doch meine Angel ausrüsten. Das machen wir. So, jetzt belegen wir den zweiten Slot. Und das ist Y. Mal schauen, was die Angel macht. Hier, komm doch. Feuerwerk. Zack, zack. So, jetzt wollte ich aber die Angel mal probieren. Komm mal her. Nee. Den falschen Knopf gedrückt. Ach so. Die zieht einen ran. Okay, die zieht den Gegner ran und betäubt ihn dann. Verstehe. Lustig. So, mein Echo gibt's immer noch. Also das wird über die Levelgrenzen hinweg, behält man seine Ausrüstung. Komm her. Oh, das ist schön gemacht hier. Man kann jetzt hier nach unten schauen. Aber ich glaube, man kann nicht auf die andere Ebene runterschießen. Sondern muss jetzt rumlaufen. So, komm her. Zack. Oh, ein Trank. Der verleiht mir Stärke für die nächsten 30 Sekunden. Dabei bin ich doch schon stark genug. So, hier kommt voll die Zombie-Armee. Komm her. Boom. Boom. Ich treffe nicht. Jetzt. Boom. So, weiter geht's. Ich leuchte auch noch, weil mein Stärke-Status-Effekt noch aktiv ist. So, aus der Entfernung schießen geht auch immer ganz gut. So, gibt es hier was versteckt? Nee, man kann die Karte auch nicht drehen. Also der Blickwinkel, der ist fest. So, kommt mal her hier. Zack. Wer zuerst schießt, hat verloren. Oh, shit. Jetzt wurde ich erwischt. Ein Schussduell hier. Das macht Spaß. Und das sind jetzt nur die Anfänge, ja. Das wird natürlich sehr viel schwerer später. Aber das Spielprinzip ist ganz witzig. So, wieder mal ein Feuerwerk gemacht. So, den ersten Villager befreit. So, weiter geht's. So, ein bisschen einsammeln hier. Was habe ich jetzt? Oh, die sehen mich nicht. Psst. Oh. Also bis zur ersten Aktion war ich eben unsichtbar. Jetzt lerne ich langsam die einzelnen Effekte. Finde ich gut. So, jetzt muss ich hier weiter. Oh, ich habe eine Kuh abgeschossen. Tut mir leid, tut mir leid. Kann ich die jetzt ernten? Nee. So, ich gehe hier schnurstracks dem gelben Pfeil entlang. Oh, hier ist jetzt eine Abzweigung, aber... Nee, ich traue mich hier nicht rein. Nee, 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 da gehen wir nicht lang. Das ist bestimmt nur eine Falle. Ich will doch hier die Karawane finden. So, schauen wir mal. So, da unten sehe ich schon einen Zombie. Und da leuchtet es. Da bin ich jetzt aber neugierig. Geht's da weiter? Nein. Angezeigt wird das hier draußen, dass ich weiter soll. Aber ich guck mal. Vielleicht ist das ja ein Geheimnis. Verirrt? Nee, verirrt bin ich nicht. Oh, Gegner, Achtung. Nein, explodiert. Schnell weg. Voll. Hui, hui. Weg da, weg da, weg da. So, jetzt hat er mir gesagt, ich soll eine Karte anmachen. Alles klar, mit digital nach unten kann ich eine... Oh, eine Lootbox. Kann ich die Karte anzeigen lassen? Oh, was ist das denn? Eine Rüstung? Kann ich die hier schon anziehen? Ja. Wolfsrüstung. Ach ja, das ist schön. Das ist ein wichtiger Punkt in solchen Spielen, dass man seine Ausrüstungsgegenstände direkt am Charakter auch sieht. Ich finde das sehr wichtig. So, jetzt mal einsammeln hier. Dafür kaufe ich mir nachher was Schönes für die vielen Diamanten. Oh, den Dorfhändler habe ich jetzt auch befreit. Der bedankt sich brav. Das heißt, hätte ich das hier gar nicht gefunden oder wäre ich gar nicht reingegangen, hätte ich keinen Händler in meinem Lager, in meinem Dorf gehabt? Oh, das muss man einem ja sagen. So, das war's. Ich glaube, ich habe das zu 100% erledigt hier. Und jetzt gehen wir weiter dem gelben Pfeil entlang. Ah, hier muss ich hin. Oh, da kommt was. Was ich auch gut finde, ist, dass man die Gegner durch die Umgebung sieht. Die sind dann rot umrandet, auch durch Bäume und durch alles, was im Weg steht, hinweg. So, jetzt muss ich hier aber mal ein bisschen aufpassen, weil jetzt sind Spinnen vorne und die schmeißen irgendwie Netze auf mich. Finde ich nicht gut und ich glaube, ich werde dann einfach festgeklebt. Das will ich lieber nicht erleben. Betäubt war er.
So, kann ich die rauskloppen hier? Komm her. Ja, die Angel, das macht Spaß. Aber ich weiß nicht, inwieweit die dann gegen Gruppen ist, die glaube ich nicht so sinnvoll, aber so mal als Einzel-Event. Jetzt bin ich fest. Hilf mir. Zombie, komm. So, man kann sie also wieder befreien, das finde ich gut. So, ich bin hier ein bisschen verloren. Ich werde von vielen Richtungen angegriffen. Finde ich gar nicht gut. Muss ja nicht sein. So, hier geht's hin. Komm her. Oh, Mist, ein Schaf erwischt. Komm her. So, was habe ich jetzt? Ah, Mist, ich war ganz kurz unsichtbar, habe das zu spät gesehen. Und jetzt wird erstmal ein bisschen Remi-Demi gemacht hier. Sehr gut. Komm her. Die haben auch bestimmt alle richtige Namen. So, meine Energie ist ein bisschen herunter schon. Schon ein Viertel verloren ungefähr. Was erwartet mich hier? Ich gehe über die Brücke. Oh, hier kommen viele Gegner jetzt hier. Und meine Rakete ist noch am Aufladen. Gar nicht gut. Levelaufstieg. Ein Verzauberungspunkt erhalten. So. Oh, gleich was zu essen. Sehr gut. Ist ja kaum redet man über die Energie. So, jetzt werden wir mal... Schwert haben wir schon verzaubert. Dann machen wir jetzt mal den Bogen, die beiden Angriffswaffen. Und weiter geht's. Oh, hier gibt's viele. Oink, oink. Sehr gut, sehr gut. Und komm her. Hab mir ein Schaf rangeholt. So. Zack, zack. Zack. Also man kann sehr viel Spaß haben mit dem Spiel. Das geht bestimmt auch im Koop. Kann ich mir gut vorstellen, dass das richtig viel Spaß macht dann. So, hier ist doch bestimmt eine Falle. Alles so leer, so ruhig. Oh. Da unten sind viele, viele Spinnen. Also, na, gegen Spinnen darf man jetzt nicht allergisch sein. Sonst kommt man nicht weit in dem Spiel. Komm her. So, alle schön vorsichtig aus der Entfernung. Da hat mir meine Rakete geholfen. Finde ich gut. So, ich habe Regeneration. Jetzt bin ich also gerüstet hier. So, ich habe aber noch keine Karawane gefunden. Ich habe jetzt nur ein paar Dorfbewohner befreit, den Händler befreit. Aber jetzt eine Karawane, davon habe ich noch gar nichts gesehen. So, hier mal ein bisschen durchkämpfen. Durch die leuchtenden Pilze, oder was das sind. Oh, ein Schwein, komm her. Oh, TNT. Das ist doch Sprengstoff. Was mache ich denn damit? Das habe ich jetzt auf dem Kopf. Wo sind denn Gegner? Gehen wir mal weiter hier. So, ach, ich muss hier noch Dorfbewohner befreien. Die sind alle angezeigt, weil ich will doch mein TNT loswerden. Da runterschmeißen und los. Oh, schmeißt er das weit. Shit. Erwische ich überhaupt einen? Ja, hab ich. Okay. Komm her. So, mal in den Nahkampf geben hier. So, Pfeile habe ich noch genug. 42 steht dort. Jetzt werde ich jetzt mal hier ein bisschen das... ein bisschen das Feld räumen müssen. Komm her. Aufräumen müssen. Sehr gut, sehr gut. So, Brot zum Essen. Regeneration ist aktiviert. Da ist der erste Dorfbewohner, den ich befreien kann. Und zack. Bitteschön. So, fleißig einsammeln. Zack. So, also noch ist es gut managebar, weil die meisten Gegner, die fallen mit einem Schlag. Das wird später dann nicht so sein. Ich finde auch gut, dass er automatisch dann nach oben und nach unten schießt, dass man sich darum nicht kümmern muss. So, Tür ist hier verschlossen. Ich glaube, ich muss erst alle Dorfbewohner befreien, sonst geht es hier nicht weiter. So, zwei habe ich noch. Zumindest werden zwei angezeigt auf der Karte. Dann rollen wir mal entgegen hier. So, befreien bitte. Ey, drücken. Jawohl. Und ach, die sind direkt nebeneinander, finde ich gut. So, und jetzt den Ausgang sichern. Schaffen wir das? Stimmt. Meiner Wolfsrüstung sollte das kein Problem sein. Und roll. So. Kommt noch was? Kommt noch mehr? Ja, hier sind Zombies. Oh, shit. Oh, diesmal hat es aber Fleisch gedroppt. Wenn ich so eine Kuh abschieße, habe ich dann die Chance auf Nahrung. Das finde ich schon mal gar nicht schlecht. So, immer schön die Pfeile voraus. So, der ist ein bisschen größer. Der braucht 2, 3 Pfeile hier. Komm her. Zack. Pfeile einsammeln. So, Pfeil zeigt nach oben. Da gehen wir jetzt auch hin. Hier ist jetzt ein bisschen mehr los.
Piu. Das erinnert mich doch an Silvester. So, das ist ein Trank, den ich gerne haben, aber erstmal muss ich mich befreien. Ich bin schon wieder fest auf dem Boden. So, das hat geklappt. So, Regeneration. Nee, ist keine Regeneration, ist Stärke. Ich bin stärker jetzt, aber ich habe ja auch noch genug Energie. So, meine Pfeile, die machen genug Schaden. So, Flucht aus den Creeper-Wäldern. Ja, Creeper-Wälder tatsächlich. Der Name, der passt ganz gut hier zu dem Level. So, oh, jetzt werde ich noch ein bisschen Gegner beglückt hier. Die spawnen auch. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Jetzt ist hier ordentlich was los. Ich kann nicht runterschießen. Doch, jetzt. Ich muss über die Kante gucken, dann schießt er auch rüber. So. Oh, oh, oh. Komm her. Oh, das war's. Sieg. Diese Dorfbewohner wurden dank deiner Hilfe aus den Klauen der Illager befreit. Jawohl. Ja, Minecraft Dungeons. Ein Dungeon Crawler im Minecraft-Universum. Macht Spaß. Werde ich mir jetzt ein bisschen länger anschauen.